Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Final Fantasy 14. Ja, wo wir wieder im Camp Drachenkopf stehen oder immer noch. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Also ich kann die Quest zwar jetzt schon annehmen, aber ich kann sie nicht abschließen, denn wir sind noch Level 37 und müssen Level 38 sein. Der Grund, warum ich die Quest schon annehmen kann, ist einfach, dass ich den Barden jetzt schon auf Level 38 gebracht habe. Ich aber gerne den Paladin weiterspielen möchte. Also machen wir heute ein paar Nebenquests hier. Wir haben ja hier ein paar. Die lese ich jetzt natürlich auch nicht vor. Soll ich irgendwelche Ogre töten? Oder wie? Oder was? Oder was? Sebastian mit einem robusten Strohseil fangen? Was? Wer ist Sebastian und warum soll ich ihn fangen? Also ich hoffe, Sebastian ist ein Ogre, weil sonst... merkwürdig. Ach so, ich kann ja übrigens auch schon die nächste Inni freischalten. Das habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Die Quest habe ich in Ulda angenommen. Warte mal, ich muss mal immer mein Mikro wieder ein bisschen höher stellen. So. Ach, das ist Sebastian. Sebastian ist ein Schaf. Ob das so einfach geht? Wie? Das war die Quest? Was? Gefesseltes Karakul als Köhl? Was? Das ist so eine Quest. Ich will nicht, dass der getötet wird. Oh, was macht der denn hier? Da, 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 da. Oh Gott. Ins Ixal-Gebiet. Ja, holler die Waldfee. Das ist aber schon bitter. Nee, warte mal. Müssen wir hier runter? Lichter besiegen. Hä, wo muss ich denn hin? Wah, nein. Lass mich in Ruhe. Ach, da unten muss ich hin. Ja, das hätte man mir natürlich auch vorher sagen können. Stimmt, da unten kann man ja auch noch hin. Wie kommen wir denn da am besten hin, ohne zu sterben? Gut, einmal darüber. Und dann da vorne runter. Bin ja auch ein bisschen raus, weil ich habe jetzt, glaube ich, so eine Woche oder so eine halbe Woche nicht gespielt. Beziehungsweise das letzte Mal haben wir... das letzte Mal hatten wir Dingens-Inni. Der versunkene Tempel von Khan. Oder Quan oder Quark. Irgendwas so. Hä? Wo geht's denn hier in die Höhle? Hier ist blöde. Okay, hier geht's in die Höhle, aber die kann das ja wohl nicht sein, oder? Die geht ja in eine komplett andere Richtung. Also entweder gibt es noch eine Höhle oder I don't know. Bin ein bisschen verwirrt. Martignant. Mhm. Wo sollen denn diese Wirrlichter sein? Ach, ich da. Machen wir erstmal das da vorne.
Nein, nein, nein. Ah. Oh, Mann. Wo ist eigentlich Ogu schon wieder? Ich habe übrigens für 988 Gil ein neues Schwert geholt. Dieses Holzbrett wollte ich dann doch nicht mehr. Achso, ich kann ich mal ganz kurz, während wir das hier machen, drauf eingehen. Es gab jetzt einen Kommentar bezüglich der des Grobschmieds. Ich sollte doch beide Berufe machen, also Grobschmied und Plattner, weil die ja beide da zu finden sind. Würde ich tatsächlich machen, wenn ich der Typ für Berufe wäre. Also, ich verstehe, was die Intention dahinter ist. Klar, natürlich spielen die ja beide ineinander, weil mit Grobschmied machst du ja Waffen und mit Plattner halt die Rüstung. Und sie sind ja auch am selben Ort, aber momentan so bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich mal keine Gefangener Sebastian. Er hat überlebt, Leute, er hat überlebt. Wäre ganz froh, wenn ich mal keine. Oh, kann ich die Quest jetzt nicht abgeben? Ist das eine Level? Ah, das ist eine Level 68. 38er Quest, nicht 68. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zu dem anderen Bums kommen. Ich vermute mal. Ach, guck mal, hier geht's doch in eine Höhle runter. Haben wir tatsächlich das gefunden, wo wir hin müssen? Und ich glaube, dass ich mich auch an diese Quest erinnere. So leicht. Es ist schon lange her, als wir was fernab von der Hauptquest gemacht haben. Mal aufpassen, dass uns die Taurusse hier nicht angreifen. Ach, natürlich. Au. Jetzt hat er uns auch noch vergiftet. Ah, er haut wieder ab. Verschwinde. So, da vorne sind noch zwei und dann können wir hier auch wieder verschwinden. So, einmal den hier rüberziehen. Ach, jetzt kommt der nicht hier rüber. Mann. Jetzt kommt der Taurus gleich auch. Hundertprozentig. Spätestens, wenn wir den anderen Bierlicht angreifen. Ja, sie heißen Bierlicht, nicht Irrlicht. Naja, ich könnte jetzt zwar auch die Stufensteigerung machen, geht aber allerdings nicht mehr, weil ich die schon mit dem Baden gemacht habe. Damit ich mit dem Level 38 habe. Ich möchte halt beide so ein bisschen parallel leveln. Um halt das Überleveln komplett... Ach, guck mal, die Quest kann ich abgeben. Sehr schön. Immerhin eine. So, kommen wir jetzt auch wieder hier raus, oder wie sieht das hier aus? Ich nehme mal an... Nö. Oder da vorne. Da geht's doch lang. Ah, das geht hier noch tiefer rein, glaube ich. Wow. Okay, wir sind hier. Der Hexenschlund. Oder was auch immer da gerade stand. So, die Quest wird natürlich jetzt nicht ausreichen, um unser Level-Up zu gewährleisten, aber egal. Da haben wir wenigstens mal wieder so eine Nebenquest gemacht, oder? Ist auch mal wieder schön.
Ja, für die Eni kann ich die Quest auch noch nicht beenden, weil auch da fehlt uns leider noch das nötige Level. Weil die Eni auch ab Level 38 ist und nicht ab Level 37. Mit Level 37 hast du keine Eni. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich beim letzten Mal den Ätheriten hier nicht harmonisiert habe. Weil ich zwischenzeitlich auch nochmal in Ulda war, weil ich da halt, ja, nicht nur in Ulda war ich, sondern überhaupt auch im südlichen Tanalan, in der Wüste unten, weil ich da ein bisschen Mithril gesammelt habe. Yay, wir können die Quest nicht abgeben. Dann nehmen wir jetzt eine neue an. Wir machen heute mal ein paar Nebenquests. Ist doch auch mal ganz toll. Oh, guck mal, hier kriegt man sogar was. Oh, da kriegen wir sogar einen Armreif. Wenn es nicht eine 38er-Quest wäre. Wir brauchen 37er-Quest. Ist der da oben auf der Mauer? Komme ich nach hoch? Ah, okay. Man kann da auch so hinlaufen. Aber jetzt kein Bock zu. Nee, dann rede ich erstmal mit Edwin. Hey, Edwin. 38, natürlich. War ja klar. Oh, eine Keilerleder-Reiterhose. Sehr schön. Eine neue Buchse. Belmont. Der hat eine Quest für uns, die wir sogar machen können. Waha! Was haben wir da vorne noch in dem Haus? Halt auch nochmal ein, zwei Quests. Na, sag mal, wenn die jedes Mal 4000 noch was geben, dann ist das ja schon mal besser als nichts. Meduil. Ah, Level 37. Okay. Das warme Socken und Überreste von ihrem Sohn. Weil, was hat denn das miteinander zu tun? Jetzt haben wir aber schon echt viele Sachen, die wir hier machen müssen. Oh, guck mal. Ah. Sieht jetzt auch nicht so geil aus, glaube ich. Nee, das hatten wir mal an. Jetzt habe ich gar nicht auf das Level geachtet von der Quest. Oh, den Grund des Hexen... Ah, guck mal, jetzt müssen wir wieder in den Hexenschlund. Wir haben jetzt, glaube ich, jede Nebenquest hier angenommen. Hammer! Let's go! Dann werden wir uns die Quests heute mal ein bisschen anschauen. Ich denke aber, wir werden gleich auch wieder mit der... Oh, jetzt übersteuere ich gerade. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Mikro wieder. Ich denke aber, dass wir heute auch mit der Hauptquest weitermachen können. Das täte mir ganz... Wir wollen ja auch vorankommen, ne? Wir wollen ja auch irgendwann in die anderen Addons reinstoßen, ne? Irgendwann wollen wir ja auch bis zum aktuellen Content kommen, wobei der ja jetzt auch nicht mehr lange aktuell sein wird. In einem Monat ist das eh schon wieder gelaufen mit dem aktuell. Denn dann kommt Dawnfail raus. Und die neue... Erweiterung. Ist das die fünfte? Ja, ich glaube, das ist die fünfte. Fünfte Erweiterung von Final Fantasy XIV. Damals hätte das keiner für möglich gehalten, weil das Spiel so gefloppt ist. Das ist ja... das ist ja so extrem gefloppt. Ach, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. Menschenskinas. So, was ist mit dem zwittigigen Typen hier? Hallo, zwittigiger Typ. What? Ein stumpfes Messer hat er verlassen. Aha. Aha. Und Fate machen wir jetzt auch nicht. Ich hab Bock zu.
Wobei. Ah. Ach komm, wir machen das, den Fade mal eben. Das sind nochmal wieder zusätzliche XP, die wir brauchen können. War nur nicht so wirklich viel Schaden, aber ist ja egal. Im Übrigen ist es auch nicht so schlimm, wenn wir ein paar XP mehr kriegen, wobei ich natürlich dann als nächstes Sägeschrei, also das ist die nächste Inni, die jetzt kommt, machen würde. Und da wahrscheinlich dann Level 39 erreichen werde. Was bedeuten würde, dass wir dann wieder mit dem Waldläufer Baden spielen. Es hat sich ausgewaldläufert hier. Die wollte ich jetzt gar nicht. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon? Müssten gleich genug sein. Oh Gott, wir kriegen ordentlich Damage gerade. Mal ein bisschen unsere Schutzzauber einsetzen hier. Unsere Schilde aktivieren. Den einen mache ich jetzt noch, aber dann reicht's auch, denke ich. Hör uns auf anzugreifen. Ah, diese Wasserviecher. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ach. Aber vielleicht reicht ja dieser Fade ja sogar noch für das Level Up. Das wäre ja auch nice. Elf Stück, reicht das? Was? Die Hälfte erst? Ach du Scheiße. Ich dachte, ich hätte viele. Oh no. Ja, vielleicht reicht das dann wirklich schon für das Level Up. Wäre ja nice, aber... Ich würde aber Sägeschrei dann tatsächlich erst... Ah, jetzt ist Sommer gut. Ich würde Sägeschrei aber tatsächlich dann erst nächstes Mal machen. Nicht dieses Mal. Weil wir natürlich auch in der letzten Folge erst eine Inni hatten, ne?
So, haben wir es jetzt dann auch mal irgendwann? So, bitte sehr. Hier nochmal 6 Stück. Das reicht aber wahrscheinlich immer noch nicht. Oh. Okay, dann sammeln wir noch weiter. Spannend, Leute, spannend. Macht aber auch kein anderer den Fade. Ja gut, um 23:52 würde ich das jetzt vielleicht auch noch irgendwo verstehen. Aber an einem Freitagabend? Na. Oh, Wasserkristall haben wir gekriegt. Oh, reicht immer noch nicht. Was ich gerade... Natürlich kommt jetzt genau in diesem Moment der andere wieder aus dem Loch gekrochen. Bin schon klitschnass hier. Ach, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. Dass wir an die vorbeikommen hier. Oh, toll, jetzt ist da auch noch so ein doofer Ogre wieder. Ja, vergiss es. Oh, natürlich. Alter, was? No. Einfach mal das richtige Ziel angreifen. Also... Na, das reicht leider nicht ganz. So, bitte sehr. Okay, die erste Quest haben wir. Womit fliegt der denn? Ach so, mit so einem Ding. Ah ja, ich weiß, woher das kommt. Kommt aus einem Raid. Den wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten irgendwann mal machen werden. Wahnsinn. So, dann machen wir jetzt den Hexenstund, ne? Da sollen wir ja irgendwas suchen. Au. Mein armer Ogu. Hab den immer noch nicht gerufen zum Kämpfen, ne? Naja. War ja klar. Oh, na toll. Ich muss erst gegen die komischen
hier kämpfen und dann... Ach, ich komme ja an dem vorbei. Schneehügel. Oh, hi! Ein Skelettkrieger. Warum sind die so riesig? Sind das alles Alicent? Oder Rugadyn? Ah, guck mal. Wuppa. Ja, komm. Leck mir deine Füße. Oh, noch einer. Nein! Naja, mit Ogo geht das deutlich schneller wieder. Oh, Mini-Schneehügel, süß. Was sammeln wir da eigentlich? Kristallperlen, aha. Wofür sind die gut? Immerhin gibt es keine Gegner mehr. Sprach er und da vorne wird wahrscheinlich wieder einer sein. Das sage ich. Selbstverständlich. So. Lalalalalala. Entschuldigung, Leute. Ich werde gerade ein bisschen müde. Ja, Mann. Das ist schon die zweite Aufnahme, wo ich müde werde. Ich mache das nicht mit Absicht. Ehrlich nicht. Oh, da ist der umgestürzte Wagen. Dude. Oh, die X-Schallen natürlich. Oder X-Schallen. Oh, guck mal, die zählen sogar für unser Bestiarium. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier gucken. Ach, da müssen wir wieder in die... Oh! ja, das ist ja schön, dass das jetzt angezeigt wird. Leute, das ist übrigens unser nächstes Projekt. ja, was soll ich jetzt sagen, ne? Das wird das nächste Spiel, was wir spielen. Das wird den, 16 Uhr... Nee, nicht 16.30 Uhr Slot. Den 18.30 Uhr Slot. Warte mal. Oder? Warte mal. Ja, den 18.30 Uhr Slot. Oh, guck mal. Komm, machen wir den doch hier.
Helft doch mal mit, Scarlett Turner. Da haben wir ein Level ab hier. Wie sie uns einfach nur zuguckt. Das dauert als Tank natürlich jetzt auch deutlich länger. Aber ich finde es schön, dass wir von unserem Schokobo immer geheilt werden. Ich habe keinen Bock, mich jetzt jedes Mal zu bewegen, deswegen einfach mal lostreten. Was aber auch nicht so oft geht. Danke, Ogu. Für den Schokobo-Regener. Ja, der Chocobo-Regener. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Heilt uns jetzt auch nicht so extrem. Was? Der verschlingt. Der verschlingt Kinder? Okay. Ja, Leute, das ist endlich die Attacke, die ich... Oh, das ist endlich die Fähigkeit, die ich haben möchte. Das ist wieder richtig cool. Wieder ein Schutzzauber, Leute. Wieder ein Schutzzauber. Oh, eine Ritterrüstung. Wir gehen gleich näher auf die Attacke ein. Muss nur gerade mal gucken, ob ich sie erstmal da liegen lasse. Dann haben wir halt den ganzen Schutzzauber da. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, dann auf zurück zum Camp Drachenkopf. Wollte schon Camp Knochenbleich sagen, aber das ist ja wieder woanders. Da, ba, 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 da, ba, da, da, da. Upsala. Hat die schon einen leichten Schluck auf. Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie ein Luftschiff, der da reingekracht ist. So, jetzt kriegen wir noch mal ein paar extra XP. Und dann können wir aber mit der Story weitermachen. In den letzten 10 Minuten, ne? Wieder richtig gut. Warte mal, schaffen. Ja, wobei, ich laufe lieber hier lang. Später lande ich da unten und dann müssen wir wieder hochlaufen oder am besten sterben wir noch. Das will ja auch wieder keiner. Portonritter. So, wir gehen erstmal hier rein. Ach, was hat die denn für nette Flügelchen?
So, einmal nach oben. Hier, wir haben ein Messer gefunden. Hier, ich habe deine Kristallperlen. Ich nehme die einfach mal. Vielleicht ist die ja besser als unsere Rüstung. So, haben wir jetzt noch so ein paar. Was? Syndgott in Ulda beschuldigen? Was? Nee, ich werde jetzt nicht nach Ulda reisen. Vergiss es. Da seh ich mich jetzt tatsächlich auch überhaupt nicht. Nach Ulda reise ich jetzt nicht. Endlich mal eine andere Halsberge hier. Sieht zwar jetzt auch nicht so prächtig aus, aber meine Güte. Besser als das, was wir vorher hatten, auf jeden Fall. Hoppala! Zack. Jaele Bericht erstatten. Jaele, da sind wir. Sicherlich wird die anders ausgesprochen, aber das ist mir egal. So, im Archiv werde ich jetzt, da müssen wir... Ja, dann lass uns doch mal ganz kurz nach Ulda reisen. Dann gehen wir mal ganz kurz nach Ulda. Da gibt es nämlich eine Hose für. Ich habe das Gefühl, wir werden dieses Mal nicht mehr mit der Story weitermachen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist, der Typ. Wo ist dieser Typ denn jetzt zu finden? Oh, Saphirstraßenmarkt. Ach, der! Das ist ja auch der, von dem wir die Quest haben, ne? Für Sägeschrei habe ich, glaube ich, die Quest da auch her. Also die werde ich aber offscreen freischalten. Also da werde ich offscreen hinrennen und die Blumen da hinlegen. Ach, der ist das. Den kennen wir auch. Schuld. Beschuldigen. Ach, guck mal, das haben wir doch hier. Du bist schuld. An was denn? Das sieht übrigens auch sehr, sehr schick aus. Warte mal. Wahnsinn. Ein Traum. Wir werden immer besser. Die Folgequest mal jetzt nicht. Geht's wieder zurück nach Curtis, damit wir die Hauptquest weitermachen können. Die Ketzerschrift werde ich jetzt vielleicht noch nebenher irgendwie machen, falls wir da hoch müssen. Ich würde sie jetzt aber nicht extra machen. Also werde sie jetzt nicht vor der Hauptquest machen. Wir wenigstens die Hauptquest in dieser Folge erstmal wieder starten. Und wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich dann halt tatsächlich mit Sägeschrei weitermachen. Damit wir die Ini auch abgeschlossen haben. So viele Inis kommen gar nicht mehr bis Level 50. So viele Inis kommen gar nicht mehr. Rochefort! Die Wachen haben mir etwas äußerst Beunruhigendes berichtet. Wenzel ist mit einigen seiner Ritter in Richtung Sterlerne Wacht ausgerückt. Auf Nachfrage hat er behauptet, er wolle einen Drachen erschlagen, der an der Stellen Wacht marodieren würde. Seltsamerweise ist mir noch nichts über diesen Drachen zu Ohren gekommen. Daher befürchte ich, dass jemand Frenzel gezielt diese Information zugespielt hat, um ihn in eine Falle zu locken.
Bitte geh ihm hinterher. Pass auf, dass ihm nichts Schlimmes widerfährt. Oh, das riecht doch schon wieder nach Falle. Das riecht doch schon wieder nach Falle. Aber seht ihr, wir müssen sowieso da hoch. Jetzt haben wir natürlich die ganze Folge nur Nebenquests gemacht. Aber das ist ja auch mal nicht schlimm. Die müssen ja auch mal irgendwie gemacht werden. Man könnte ja meinen, man könnte sie später zum Level benutzen, aber die geben halt eigentlich so wenig XP, dass das sich später überhaupt nicht rentiert. Also zumindest ich habe nie Nebenquests gemacht. Später. Ich habe eigentlich immer nur mit meiner Hauptklasse welche gemacht. Na natürlich. Oh, atemloser Ritterin. Fassungslose Ritterin. Ich bin auch fassungslos. Warte mal, was ist das hier, ne? Wow. Was ist denn das jetzt hier? Achso, ich bin noch gar nicht auf die neue Fähigkeit eingegangen, ne? Sentinel. Ist eigentlich nur wieder eine Fähigkeit, die unseren Schaden etwas, unseren erlittenen Schaden ein bisschen reduziert. Ich glaube so um 20%, 30% vielleicht sogar. 30% glaube ich. Also nochmal deutlich mehr als Schutzwall nur machen. Okay, gibt es Almanar? Cool, da kriegen wir nochmal wieder XP. So, da ist Frenzel. Hey Frenzel, was ist los? Finn, komm nicht näher. Er ist immer noch in der Nähe. Wer ist er? Ach, der. Hi. Riesenabis. Der sieht nicht gerade freundlich aus. Darf ich das mal so offen sagen? Okay, ich muss die Ritter jetzt erstmal retten hier. Wir wollten einen Drachen erschlagen, um Francis Unschuld zu beweisen. Wir haben versagt. Dass sie sich immer alle so niedermachen müssen. Leute, das sind fucking Drachen. Die kann man nicht einfach so umhauen. Alles in Ordnung? Ist Frenzel wohl auf? Der Riesenabis hat uns völlig überrascht. Wir hatten mit einem gewöhnlichen Drachen gerechnet und nicht mit dieser Riesenbestie. Ja, was meint ihr, was ihr da noch zu sehen bekommt in Zukunft? So groß war der gar nicht. Sieht schon cool aus da. Was habe ich nur getan? Als mir diese zweifelhafte Information über den Drachen zugetragen wurde, griff ich nach diesem Strohhalm, um vielleicht meine Unschuld beweisen zu können. Meine Familie Harlonar war früher für die Verteidigung der sterbenden Wacht zuständig. Als ich von den Drachen überrannt wurde, verloren wir unsere Ehre und unsere stärkste Festung. Und jetzt werden wir auch noch der Häresie bezichtigt. Oh, was für eine Schande. Meine Ahnen werden sich im Grab umdrehen. Bitte richte Harchefort meine aufrichtige Entschuldigung aus. Und sag ihm, dass der Tag nahe ist, an dem sich die Heretiker offenbaren werden. Falls mir etwas zustößt, soll er dem Drachenaugen Rosarium folgen. Hoffentlich passiert dir nichts. So, ich würde mich einmal wieder in Camp Drachenkopf begeben, damit wir in Sicherheit sind. Und dann die Folge beenden. Wuhu. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich kann es gar nicht glauben. Ah, jetzt ist die Frage, mache ich jetzt anschließend noch eine Folge oder mache ich das dann vielleicht erst morgen?
Dann hätte ich wenigstens für den morgigen Tag eine Folge. Da ich dann aber morgen auch das andere neue Projekt, was ihr ja gerade zufällig gesehen habt, also das Spiel, was das neue Projekt beinhaltet, habt ihr ja leider gerade schon gesehen. Ah, Mann. Geheimnis wieder gelüftet hier. Okay, das ist schlechter. Dann nehme ich den Granatarmreif. Lala. Sind immer noch so viele Nebenquests hier. Zwei Stück haben wir hier noch. Also dieser Lucifer-Lux, der steht hier aber auch schon eine ganze Weile. Danke, dass du Fenster vor größerem Schaden bewahrt hast. Ohne dich hätte er das sicher nicht überlebt. Übrigens hat mein Bote, den ich nach Ishgard geschickt habe, tatsächlich einen Zeugen ausfindig gemacht, der sich an den letzten Flug der Enterprise erinnert. Allerdings ist ihm auch bekannt, dass du auf Francis' Empfehlung zu mir gekommen bist und er lehnt es entschieden ab, mit vermeintlich oder tatsächlichen Heretikern und ihren Gehilfen in Kontakt zu treten. Das bedeutet, wir müssen zuerst die Anschuldigung gegen Francis aus der Welt schaffen. Dann können wir den Zeugen befragen. Damit schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenzel ließ mir ausrichten, ich sollte dem Drachenaugen-Rosarium folgen. Sicher, weil das der Stein des Anstoßes für die Anschuldigung gegen ihn war. Um die Anschuldigung zu entkräften und Wenzels guten Ruf wiederherzustellen, müssen wir herausfinden, wie das Rosarium in das an Wenzel adressierte Paket gelangt ist. Sprich in der Himmelswehr mit Wickeman darüber. Er kennt alle Träger dieser Gegend sehr genau. Wickeman? Wickeman, sprechen wir mal mit Wickeman. Hä? Okay, das ist doch besser. Dann hätte ich auch einfach das nehmen können, was ich eigentlich brauchte. Aber ist ja egal. So Leute, dann würde ich aber sagen, wir machen hier Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Ja, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Dann werden wir mit Wickeman sprechen. Den guten Alan Rickman, als das Spiel hier draußen war, ne, da war der noch am Leben. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.